Das Gesetz besagt, dass ein Archon für seine eigenen Vasallen verantwortlich ist. Nevat Stimm kann nicht behaupten, Sirene habe völlig freie Hand gehabt, ohne sich dafür verantworten zu müssen. Hat nicht der scharlachrote Chor Ash und den Geschmieden die Schuld an den vermeintlichen Sünden Kerns gegeben? Ist das nicht das Gleiche? Sollte ein Archon sich nicht für die Taten seiner Untergebenen verantworten müssen? Ich war der Gouverneur von Glydians Kreuzung. Ich habe die Probleme gesehen, die sich aus Sirens Taten ergeben haben, und Nerats Stimme hat nichts dagegen unternommen. Seine Inkompetenz hat dazu geführt, dass Lieferungen der für Geschmieden verspätet eingetroffen sind. Nehmen wir mal das Erste und beziehen uns aufs Gericht. Tunon nickt. Nerats Stimme hat es versäumt, seine Untergebenen unter Kontrolle zu halten, was zur Destabilisierung einer Region geführt hat, welche für die Bewaffnung von Kyros Armee von entscheidender Bedeutung ist. Die Liste der Anschuldigungen gegen ihn wird um diesen Punkt ergänzt. Hast du noch weitere Anklage bezüglich Inkompetenz? Habe ich keine weiteren. Ich beschuldige den Archont der schnöden Aufwiegelung. Aufwiegelung? Wenn dies einem Archon vorgeworfen wird, ist das keine Kleinigkeit. Aber wenn du glaubst, Nerats Stimme habe mit dem Feind konzipiert, fahre fort. Genau darauf wollte ich eigentlich hinauslaufen. Lege deinen Fall vor, Schicksalsbinder. Nerats Stimme gab Kampfpläne der Gespähten an die Verteidiger vom unwegsamen Land. Pah, als ob man irgendwelche zuverlässigen Beweise aus dieser Müllhalde von einem Reich zutage fördern könnte. Was auch immer du gefunden hast, ist wahrscheinlich so verschmiert und zerrissen, dass es unleserlich ist. Du hast Beweise für so ein Verbrechen gefunden? Es ist schockierend, dass der Archonte Geheimnisse jegliches belastende Material in die Hände von jemandem geben sollte, dem man nicht absolutes Vertrauen schenkt. Aber das unbeugsame Leid ist weit weg vom Einfluss des Archonten. Faszinierend. Hast du weitere Beweise, welche die Anklage der Aufwiegelung stützen? Auf Befehl von Nerats Stimmen schmuggelte Archian Bronze Eisenwaffen zur Vendrienwache. Da ist der Verrat des Archonten der Geheimnisse ein größerer, als sogar ich mir gedacht habe. Ich fürchte, diese Nachricht schädigt das Grundgerüst unserer Offensive. Danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Hast du weitere Beweise, welche die Anklage der Aufwiegelung stützen? Der scharlachrote Chor half den Ungebrochenen während des Bürgerkriegs. Ich fand beschmähten Patrouillenpläne beim Leichnam eines Feindes, der mir von den Agenten des Chors überbracht wurde. Der Bandenchef des Chors schluckt, als du den Beweis präsentierst, und blickt mit zunehmender Nervosität zu Tunon hoch. Ihn kriegt er tatsächlich selten etwas dokumentiert, wenn Verwirrung und Unordnung herrschen. Das Gericht akzeptiert diesen Beleg der Konspiration. Hast du weitere Beweise, welche die Anklage der Aufwiegelung stützen? Keine weiteren. Lass uns jetzt mit der Anklage weitermachen. Ich habe den Fall dargelegt, so gut ich konnte, Very well. I have weighed your evidence against the charges. Nun gut, ich habe deine Beweise und die Anklage You abgelegt. failed to make a case against the voices of Nerat. Though you provided some compelling evidence, I'm afraid it wasn't sufficient to convict the Archon of Secrets. Es ist dir nicht gelungen, die Klage gegen Nevat Stimm zu untermauern. Obwohl du ein paar überzeugende Beweise geliefert hast, fürchte ich, dass das nicht genug ist, um den Archonte Geheimnisse zu verurteilen. Sieht so aus, als wäre deine Ausbildung bei Gericht ihr Gewicht in Getreide nicht wert, Schicksalsbinder. Blutmolch lacht in sich hinein. Ich kenne einige hungrige Schweine, die dir beibringen können, wie man eine Rede hält, wenn es dich interessiert. Da schreit zum Himmel, ein umgefallener Baumstamm könnte einen überzeugenden Fall gegen Nevats Stimmen vorbringen. Danke. With that unpleasant business out of the way, we change course to another serious matter. One that puts into question your conduct as a member of Kairos' loyal followers. Da wir jetzt diese unangenehme Angelegenheit aus dem Weg geräumt haben, können wir uns einer anderen ernsthaften Sache widmen. Eine, die dein Verhalten als ein loyaler Anhänger Kyros in Frage stellt. You have made quite a name for yourself, Fatebinder. Stories of your deeds have spread through the tiers, and all of them have reached this court. Some actions have consequences. We will see what your actions have wrought. Du hast dir einen ziemlichen Namen gemacht, Schicksalsbinder. Die Erzählungen von deinen Taten verbreiten sich über die Stufen und alle haben dieses Gericht erreicht. Manche davon haben Konsequenzen. Wir werden sehen, was deine Handlungen bewirkt haben. The court has its own charges to present and invites you to answer for yourself.
Das Gericht hat seine eigenen Anklagepunkte vorzulegen und lädt dich ein, für dich selbst zu sprechen. Bin ich angeklagt, Euer Ehren? Yes, and I would ready yourself to form a defense, because your testimony could augur your doom. Ja, und ich würde mich an deiner Stelle für eine Verteidigung bereit machen. Deine Aussage könnte über dein Schicksal entscheiden. These proceedings are merely a formality. You have shown yourself to be a force of chaos and discord throughout the tiers. You cannot be trusted and therefore must be destroyed. Yes. However, the law dictates a trial must be held. Dieses Verfahren ist lediglich eine Formalität. Du hast dich in den ganzen Stufen als eine Macht des Chaos und des Zerwürfnisses erwiesen. Niemand kann dir vertrauen und deshalb musst du vernichtet werden. Dennoch gebietet das Gesetz, dass eine Verhandlung geführt werden muss. The trial begins now. I recommend that you treat these moments with deserving gravity, as they might be your last. Don't attempt to lie or evade answers. I will judge you in the objective eyes of our Overlord. Is that understood? Der Prozess beginnt jetzt. Ich empfehle, dass du in diesem Moment eine angemessene Ernsthaftigkeit entgegenbringst. Sie können deine letzten sein. Versuche erst gar nicht zu lügen oder Fragen auszuweichen. Ich werde dich mit den vorteilslosen Augen unseres Oberherrn richten. Hast du verstanden? Ja, Euer Ehren. At least your civility remains intact. Zumindest hat deine Höflichkeit noch nicht gelitten. You are on trial for transgressing on the Overlord's authority, breaking the laws of the Empire, bringing mayhem to an otherwise orderly conquest, and meddling in concerns that fell beyond your station. Our directive to bring Kairos's peace to the Tears has suffered, and you will answer for the part you played. Du bist eines Verstoßes gegen die Autorität des Oberherrn angeklagt. Du hast die Gesetze des Reiches verletzt, hast Chaos in eine ansonsten geordnete Eroberung gebracht und dich in Angelegenheiten eingemischt, die deiner Position nicht angemessen sind. Unsere Weisung, den Stufenkyros Frieden zu bringen, hat gelitten und du wirst für die Rolle, die du in dieser Angelegenheit gespielt hast, Rede und Antwort stehen. Wenn ihr nichts dagegen habt, Richter, wir kennen den Schicksalsbinder hier Gurden. Sollten irgendwelche Widersprüchlichkeiten unseren Beitrag erfordern, bieten wir unsere Stimme für eine Aussage an. Sagt Kallio. Sie nickt Rogladus zu und wendet sich mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck zu. The court has inquiries into your conduct. Das Gericht hat Fragen zu deinem Verhalten. I first call your travel companions to speak on your behalf as witnesses to your character or accomplices to your crimes. Zuerst rufe ich deine Reisegefährten auf, um für dich entweder als Zeugen für deinen Charakter oder als Komplizen bei deinen Verbrechen zu sprechen. Who will speak on behalf of the Fatebinder? Wer wird im Namen des Schicksalsbinders Siren, sprechen? Archon of Song, give us your full report. Oh je. Of course, Your Honor. Your respect for a fellow Archon is duly noted. I thank you for asking me to add my input in this very delicate matter. I will endeavor to speak honestly and stick to the heart of the matter. Natürlich, Euer Ehren. Euren Respekt für eine weitere Archontin habe ich zur Kenntnis genommen. Ich danke euch, dass ihr mich gebeten habt, meinen Beitrag in dieser äußerst heiklen Angelegenheit zu leisten. Ich werde danach streben, die Wahrheit zu sprechen und beim Kern der Sache zu bleiben. Sie knickst kurz und zieht zu dir herüber. My time with the Fatebinder has been eventful, but nothing I've seen has given me cause to praise or condemn his actions. Like any person, he does good and evil in equal measure, and it all seems to balance itself out in the end. So jung wie sie ist, spricht sie ziemlich erwachsen und diplomatisch. Die könnte Politikerin werden. Meine Zeit mit dem Schicksalsbinder war ereignisreich, aber nichts, was ich sage, gab mir Grund, seine Handlung zu loben oder zu verdammen. Wie jede andere Person tut er Gutes und Böses gleichermaßen, und am Ende scheint es sich aufzuwiegen. Ja, weil ich nicht genug Gunst bei ihr habe, gell? Will anyone else speak on the Fatebinder's behalf? Wird sonst jemand im Namen des Schicksalsbinders sprechen? The Ironclad Commander will step forward, if indeed he has the strength to walk. Der Kommandant der Eisengepanzerten soll vortreten, wenn er doch die Stärke dafür besitzt. You want me to speak, Adjudicator? Ihr wollt, dass ich spreche, Richter? Berichs Rüstung klappert leise, als er nach vorne tritt. Das Geräusch schallt im Gericht wieder. I've been treated with fairness and respect. As fine as anything the Legion ever gave me. The Fatebinder trusts my counsel. I've never seen a finer, more upstanding member of the court.
Ich wurde gerecht und mit Respekt behandelt, genauso gut, wie ich es jemals in der Legion erlebt habe. Der Schicksalsbinder vertraut meinem Rat. Ich habe bisher noch kein ausgezeichneteres, aufrechteres Mitglied des Gerichts gesehen. Will anyone else speak on the Fatebinder's behalf? Wird sonst jemand im Namen des Schicksalsbinders sprechen? Scarlet Fury, you who sacrificed your old life for this one, step forward. Scharlachrote Wüterin, du, die ihr altes Leben für dieses aufgegeben hat, tritt vor. Me? As if the likes of me has any business speaking in a grand hall before the Archon. Why, I've murdered enough folk to stack their bodies up to the podium 10 times over. Your Honor. Ich, als würde unsereins jemals einen Grund haben, in der großen Halle vor dem Archonten zu stehen. Ich habe gerade mal genug Leute umgebracht, um ihre Kadaver 10-fach auf die Höhe des Podiums zu stapeln. Euer Ehren. The Fatebinder and I get along like a couple of cats. We scratch here and there, but there's respect to be had. Sometimes I think we agree on too much, but can't fight everyone. Der Schicksalsbinder und ich vertragen uns wie zwei Katzen. Wir fahren ab und zu unsere Krallen aus, aber wir respektieren uns. Manchmal glaube ich, wir stimmen zu sehr überein, aber was soll's, du kannst nicht gegen jeden kämpfen. I suppose I've had worse bosses and I suppose I've had better friends. But this one's something special. I've killed for him, and I'll do it again. Ich vermute, ich hatte schlimmere Chefs und ich vermute, ich hatte bessere Freunde. Aber der da ist was Besonderes. Ich habe für ihn getötet und ich würde es wieder tun. Will anyone else speak on the Fatebinder's behalf? Wird sonst jemand im Namen des Schicksalsbinders reden? Offensichtlich nicht. Die Zeit ist gekommen, da der Schicksalsbinder seine Aussage machen muss. Letians Kreuzung steht unter meinem Schutz und dennoch hast du den Geisterbahnhelm gestohlen. Ohne den arkanen Schutz, den ich bei den Eisengebunden in Auftrag gegeben habe, ist die Stadt den Geistern ausgeliefert. Warum hast du ihn gestohlen? Zugegeben, die Aufgabe eines Schicksalsbinders ist es grundlegende Probleme mit Hilfe von zur Verfügung stehendem Werkzeug zu lösen. Und der Geisterbanner ist ein Werkzeug. Vielleicht hätte es Celina besser gedient, wenn sie eine Statue geschaffen hätte. Aber ich werde dem Angeklagten eine Erklärung erlauben. Die Geister, um meinen Kopf vor wuchtigen Schlägen zu schützen. Ich habe den Helm aufgrund seines Schutzes an mich genommen. Bei der Erfüllung meiner Pflichten bin ich endlosen Gefahren ausgesetzt. Die Geister durften meine Bemühungen, die Ordnung wiederherzustellen, nicht vereiteln. Das konnte ich nicht erlauben. Der Helm wird zurückgegeben. Aus dir spricht Vernunft und keine Gier. Ich weiß nicht, warum ich dieser Aussage Vertrauen schenke, aber ich spüre keine Unwahrheiten. Nun gut, ich hatte eh vor, den Helm zurückzugeben. Du hast Kyros Edikt der Stürme mit legalen Mitteln abgeschlossen. Zudem hast du das Herrschergeschlecht des unbeugsamen Landes verschont und hast damit den eigentlichen Zweck des Edikts umgangen. Hast du gedacht, dass der Zorn des Oberherrn ein Rätsel war, das es für dich zu lösen galt? Kyros beabsichtigte nicht, dass das Edikt für immer bestehen bleiben sollte. Es lag an mir, das Edikt auf meine Art abzuschließen. Ja, das letzte sage ich nicht. Wenn der Wille des Oberherrn durch eine Lücke im Gesetz überwunden werden kann, könnt ihr die Schlussfolgerung nicht sehen. Kyros ist fehlbar. Nehmen wir das erste. Nein, in der Tat, aber es waren Bedingungen zu erfüllen und du hast geschummelt. Du hast den Willen des Oberherrn untergraben, sodass er deiner Planung entsprach. Das kann nicht zugelassen werden. Während des Konflikts mit den Weisen beschlagnahmten unsere Truppen eine Karawane und machten einen großen Fund verbotener Texte, welche die Weisen aus ihren Bibliotheken gespuckelt haben. Anstatt die Texte auf den Scheiterhaufen zu werfen, hast du sie für dich selbst behalten und die deiner Meinung nach harmlosen den Leutnern von der Stimme übergeben. Er lässt diesen Vorwurf einen langen, stillen Moment im Raum stehen. Das Gericht klagt dich des Besitzes verbotenen Wissens an. Wie lautet deine Antwort darauf? Das Wissen, das ich dem Chor vorenthalten habe, war nicht verboten. Ich wollte nur nicht, dass es ihnen in die Hände fällt. Ich habe die verbotenen Bände vernichtet und mir dadurch die Gunst des Chor verdient. Ist nicht dies beides meine Pflicht gewesen? Ich habe die Bände lediglich kurz durchgeblättert und zwar nur, um zu wissen, was man dem Chor anvertrauen konnte und was vernichtet werden musste. Ich musste wissen, was meine Feinde wussten, sonst hätte man mich auf dem Schlachtfeld auf dem falschen Fuß erwischt. Nehmen wir mal das da.
Hättest du diese Gunst dafür genutzt, die Gewalt zwischen den Archonen zu verhindern, würde ich diese Verteidigung berücksichtigen. Schatten schlängen sich den Stab des Archonen empor. Stattdessen erwartest du von mir, dass ich glaube, du hättest dir das zerstörte Wissen nicht angeeignet, dass sich in deinem Gedächtnis kein Archiv ketzerischer Schriften befinden würde? Die Dunkelheit intensiviert sich, bevor sie sich auflöst. Das kann ich nicht. Du hast die Altmauern betreten. Das war ein offensichtlicher Verstoß gegen Kyros Gesetz. Was hast du zu dieser Rechtsverdrehung zu sagen? Wählst du dich über dem Gesetz? Die Umstände brachten mich dorthin, oder eher nicht die Gier. Die Überschreitung war notwendig, um meine Aufgaben zu erfüllen. Das Gesetz stand der Gerechtigkeit im Weg. Sie standen offen und luden zum Plündern ein. Ich beanspruchte die Ressourcen im Inneren, bevor sie gegen uns eingesetzt werden konnten. Meine Verbrechen waren nur die Verfolgung von Verbrechern, damit ich ihre Verfehlung bestrafen konnte. Gewährt das Archonenprivileg einem Archonten nicht, sein Herrschaftsgebiet nach einem Gutdünken zu verwalten? Erheben sich meine Türme nicht aus den Altmauern, während sie nicht von meinem Verstand durchströmt. Nein, nehmen wir mal das hier. Es gibt keinen Präzedenzfall für die Umstände, die du beschreibst, doch ich vertraue deiner Argumentation. Agenten meines Gerichts haben keine Immunität vor dem Gesetz, doch du befandest dich in einer unmöglichen Lage. In der Stadt Halbtor hast du die Garnison des Kurs erschlagen, der sie rechtmäßig für sich beansprucht hatte. Als du fertig warst, lag ein Dutzend von Kyros Dienern erschlagen auf der Straße. Mesere und ihre Leute waren schwach, ich habe nur die Spreu vom Weizen getrennt. Sie haben mich angegriffen und dadurch Kyros Frieden verletzt. Ich habe mich nur angemessen verteidigt. Der Richter nickt. Das vermutete ich. Wie schade, dass du das nicht erreichen konntest, ohne dabei Kyros Präsenz vor Ort zu eliminieren. I have one final question for you.